Leistung. Höchste Leistung. Charming Girl. Custom leather. Mm-hmm. Leather. It's from villages. From the wild animals. They try to wear it. Chili people. Chili. Chili people. Jetzt hier mal die Saison, ja? Denkst du, dass die Fotografen das morgen kennen? Ich denke, ja. Könnt ihr? Okay. Could we try again? Could we try again? The picture. Ja, mach sie noch einmal, ja. Doesn't matter. Yeah, there and that. Ja, Gott, das ist ja. Schon drauf. After a long journey. Ja. From Latin America. Ja. Almost sleepless long journey. But here, you are welcoming. So I'm very happy. And you even come to Dharamsala. Ja. So I consider old friend, long time friend, and these children, the new friend, young, oh, new friend. So, thank you very much. Your Holiness, what does this visit mean to you and your people? One step, please. Now here are some, I think, grand sort of vision to build some kind of institution. I think that could be useful. Does it mean institution to learn? I think Asian culture generally, particularly Tibet. Then perhaps I think some what's it, medicine? Tibetan medicine, medical tradition is one of the ancient tradition, and essentially. It seems the combination Chinese tradition, Indian tradition, then Yunani, that means I think the Persian tradition, then local Tibetan tradition. According to the medical history, 8th century under the auspices of Tibetan emperor, Chisung Dezen, some kind of semi-international medical sort of conference took place. That's the story. So in any case, the Tibetan medical system, some Chinese word also there, then the India's tradition, including purification of mercury. These are come from Indian tradition. So could be useful. Make another sort of another way, make treatment
as far as my own experience is concerned, certain chronic disease, Tibetan medicine is very useful. I always take Tibetan medicine. Very useful. I can assure you, that's good. Thank you. I want to see this one. Das ist gut davon. So now tomorrow, opportunity to visit his grave. So opportunity to pray. Of course, with sadness. But more than now, 90 years, right? Beyond 90. So, although when he alive, I think his 90th birthday. Then at that time, you see, he expressed he is looking forward 100th birthday, mm-hmm. but that could not materialize. Sad, of course. Thank you. Thank you. Sozusagen auch eine stille Visite erweisen wird und ihn besuchen wird. Andererseits ist das auch ein Teil des Vermächtnisses, denn wir haben ja aus seiner Zeit, wie wir vor einem Jahr bei Dalai Lama in Dharamshala waren, auf Grundlage auch eines Briefwechsels zwischen Hara und ihm vereinbart, dass es zur Gründung dieses tibetischen Zentrums unter Einschluss eines Klosterhotels für spirituelle und körperliche Erbauung kommen soll und dass wir das auch zum Europäischen Zentrum für tibetische Medizin entwickeln wollen. Und die Verhandlungen in den letzten Wochen und Monaten haben ja schlussendlich zu einem guten und positiven Ergebnis geführt, sodass wir dieses Projekt auch jetzt verwirklichen werden. Und morgen soll also quasi der Spatenstich auch unter bei seinen Mitwirkungen von Dalai Lama erfolgen. Wie wichtig ist die Schirmherrschaft des Dalai Lama? Das ist deshalb sehr wichtig, weil wir, was viele vielleicht noch nicht erkannt haben, das Monopol für die Vermittlung und für die Verwendung der tibetischen Medizin in Kärnten damit haben. Das ist auch durch eine schriftliche Erklärung des Dalai Lama uns zugesichert. Und ich glaube, dass man das nicht hoch genug schätzen kann, weil damit ein besonderes Alleinstellungsmerkmal für eine medizinische Behandlung in Kärnten für Europa gegeben ist und sicherlich sehr viele Menschen, die auch die Heilmethoden der tibetischen Medizin haben wollen, natürlich dann nach Kärnten kommen und auch in diesem Hotel mit den Möglichkeiten der verschiedenen Behandlungsmethoden Heilung finden können. Gehen Sie davon aus, dass der Dalai Lama künftig öfters nach Kärnten kommt, möglicherweise auch länger bleibt? Er war ja schon jetzt mit dem heutigen Besuch das dritte Mal hier. Das
heißt, also Kärnten ist ihm zum Unterschied von vielen Teilen der Welt, wo er vielleicht noch nicht so oft gewesen ist, irgendwie vertraut. Und ich denke, dass wenn das Projekt auch fertiggestellt ist, dass er natürlich bei der Eröffnung mit dabei sein wird und wir auch hier ein weiteres Mal die Möglichkeit haben, dieses einzigartige Projekt auch vor der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Und damit werden wahrscheinlich auch jene dann zufriedengestellt sein, die jetzt geglaubt haben, bis zum Schluss das Projekt noch verhindern zu müssen. Darf ich Sie persönlich von der Dalai Lama hat Sie gefragt, aus welchem Stoff die Lederhosen sind, stimmt das? Er hat gefragt, ja, was das für Hosen sind und ob die traditionell hier sind und aus welchem Material die Lederhosen gefertigt sind. Und wahrscheinlich, wenn er das nächste Mal kommt, werden wir ihm eine Lederhose überreichen. Passt. Morgen. Okay. Gut. Wo ist denn das morgen? Ein anderes hat man. Hier. Entschuldigung. Bitte? Ja. Nein, ich brauche sie dann fürs Fernsehen. Ja, ja. Ja, ich wollte. Okay. Ja. Nein, ich wollte nur wissen, wie das morgen drinnen ablaufen wird, wenn wir fotografieren. Es gibt ein ganz genaues Programm. Ja, das, so wie heute. Den Medien. So wie heute. Wieso? Das war ein wenig kompliziert. Nein, es ist ja gleich. Ja, aber wir wollten es ja nur wissen. Nein, es ist relativ ganz einfach, ja. Morgen. Die Presse hat einen eigenen Platz, so 20 Meter vor dem Dalai Lama. Was findet denn alles statt? Was passiert denn? Es wird also sozusagen eine Spatenstichfeier sein mit ein bisschen einem kulturellen... Ich habe irgendwas von einer Butterlampe gehört. Was? Ja, die setzt er dann zum Schluss auf. Es kriegt jeder der dortigen Ehrengäste, glaube ich, nimmt einen Ziegelstein, nicht? Sozusagen, ja. Um symbolisch den Beginn zu machen. Und er setzt also dann quasi zur Segnung die Butterlampe drauf. Okay, Entschuldigung. So ungefähr wird das sein. Gut. Haben Sie sich irgendetwas Spezielles gewünscht? Der Schal hat schon Glück gebracht, denn als wir vor einem Jahr Dalai Lama in Dharamshala besucht haben, in seinem Wohnort sozusagen, hat er uns auch als Willkommensgruß diesen Schal überreicht. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt unserer Gespräche für die Gründung dieses tibetischen Zentrums und der Einschluss der tibetischen Medizin als exklusiver Standort für Europa. Und das ist, glaube ich, für Kärnten eine unwahrscheinlich tolle Sache, die wir nicht hoch genug einschätzen können. Und damit würde ich sagen, hat der Schal schon Glück gebracht. Ist diese enge Bindung an den Dalai Lama etwas, was Kärnten anderen Institutionen, die möglicherweise in ähnliche Richtung gehen, voraushalten? Also ich bin sicher, dass viele Bundesländer viel darum geben würden, wenn sie diese Chance hätten, wie wir mit Dalai Lama zusammen dieses Zentrum zu errichten, das Monopol für die tibetische Medizin nach Kärnten zu bringen und hier zu haben, auch in der Praktizierung. Und es würde ja auch eine private Universität an diesem Standort errichtet werden und wir werden die entsprechenden Vorkehrungen auch treffen. Und daher sage ich, ist das für Kärnten eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung, die auch dieses Land in einem sehr, sehr positiven Licht erscheinen lassen wird. Gut, danke für dich. Und konzentriert präsent zu sein. Viele tibetische Fahnen unter uns drin. Jawohl. Ja. Jawohl. Also jetzt die Bergleute verbunden mit den Tibetern. Das ist auch die Zukunft unserer Gemeinde.
und zur Arbeit. Zur Arbeit. Ja, das ist ein schönes Symbol auch für die Zukunft dieser ganzen Region. Und wie ich es Ihnen versprochen habe, um 9 Uhr ist zweimal die Sonne aufgegangen. Sie haben das vielleicht bemerkt. Seine Heiligkeit ist gekommen und die Sonne ist gekommen. Wir sind erfüllt von Freude, dass seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso, zu uns gekommen ist, nachdem er in den letzten Wochen eine anstrengende Reise durch Südamerika gemacht hat. Herzlichst willkommen! Mein Gruß gilt dem Herrn Vizekanzler der Republik Österreich, Herrn Dr. Hubert Gorbach. Ein Willkommensgruß, Frau Bundesminister Maria Rauch-Kallert und Frau Bundesminister Dr. Karin Gastinger. In alles ist miteinander verbunden und wechselseitig voneinander abhängig. Aufgeschlossenheit, Austausch und Anteilnahme erlösen dich aus Einsamkeit und Isolation. Gerade diese Sicht bezogen auf unser Projekt sehe ich als wunderbare Chance für die westliche Welt in ihrem Ich-Streben, in ihrem Hunger nach mehr und mehr. Was auch vielleicht ganz interessant ist, Hüttenberg hat viel Tradition und Geschichte. Im Moment hat es nicht gar so viel. Aber was es definitiv hat, sind Mineralien. Und es hat nämlich ganz viel Mineralien. Nämlich es ist eine der mineralreichsten Orte der Welt und es ist definitiv der mineralreichste Fundort Europas. Was hat das jetzt mit dem Projekt zu tun? Das hat insofern etwas mit dem Projekt zu tun, als der zweitwichtigste Bestandteil in der tibetischen Medizin sind Mineralien. Zufall? Liebe Freunde des tibetischen Zentrums in Hüttenberg, ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen. Sie haben uns heute eine riesige Freude gemacht, dass so viele zur Grundsteinlegung dieses neuen Zentrums in Hüttenberg gekommen sind, weil Sie damit auch unterstreichen, dass Sie unsere Freude teilen, hier einen neuen wirtschaftlichen und kulturellen Beginn zu setzen. Das ist auch für die Region sehr, sehr entscheidend. Daher war es für uns auch wichtig, als wir vor knapp einem Jahr mit einer Delegation der Kärntner Landesregierung und gemeinsam mit dem Bürgermeister seine Heiligkeit in Indien in Dharamshala besucht haben, um ihm diese Idee vorzutragen. Im Gepäck hatten wir einen Brief seines langjährigen Freundes und Lehrers Heinrich Harrer. Heinrich Harrer hat in diesem Brief für dieses Projekt geworben, dass es in seiner Heimat eine neue Zukunft geben kann.
diese Lebensfreundschaft, die offenbar über das Leben hinaus beide Menschen, Dalai Lama und Heinrich Harrer, verbunden hat, hat auch dazu geführt, dass die Entscheidungen rasch und konsequent gefällt werden konnten. Hier wird ein sehr schönes Zentrum für tibetische Medizin für Europa passieren. Und es wird gleichzeitig in der Heft in Hüttenberg ein Ausbildungszentrum für tibetische Medizin entstehen und für höhere kulturelle Studien. Denn wir werden in Zukunft so etwas wie ein interkulturelles Zentrum, ein Zentrum für den Dialog der Kulturen neben den medizinischen Gesichtspunkten hier in Hüttenberg errichten. Und dieser Dialog der Kulturen scheint mir gerade in der heutigen Zeit dringend notwendig, um den Frieden der Menschen in der ganzen Welt nachhaltig zu befestigen. Verehrter Bosse Üschung, Üschungshu Puchitang, Tene, Tarada Sanegi, Tene, Üschungida Uti, Nchalanange, Teishindu, Tarayne, Sanegada, Schucho. Lieber, sehr geehrte Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Mitglieder der Landesregierung, sehr geehrter Herr Bürgermeister, der Superintendent, Ihnen allen und besonders Ihnen allen, die Sie hergekommen sind, und auch den Musikern, Menschen in ihren traditioneller Kleidung, die alle erlebe ich als Menschen, die hergekommen sind, aus Freude an diesem Treffen, aus Freude an diesem Tag und auch mit der Hoffnung, dass dieser Tag als Beginn eines neuen Projektes auch eine Hoffnung ist, ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft der Region und des Landes. Und darüber freue ich mich sehr und ich möchte Ihnen allen ganz herzlich für kommen danken. Ich habe gerade erfahren, dass heute wohl der Muttertag ist und das hat für mich auch eine besondere Bedeutung, hat für uns alle eine besondere Bedeutung, denn die Mutter ist im Allgemeinen die Person, zu der wir das engste Verhältnis haben von Beginn an unseres Lebens und die Person, von der wir am meisten Zuneigung und Liebe erfahren und die Person, von der wir am meisten die Bedeutung und den Wert der Liebe und der Zuneigung erleben. Wenn ich in ihre Gesichter blicke und die Menschen vor mir, wenn wir uns gegenseitig anschauen, so ist doch sicher niemand hier, der nur in Hass erfüllt ist oder voller Neid und Missgunst wäre. Im Gegenteil, wir zeigen unsere Freude an diesem Zusammensein. Und das ist ein Ausdruck davon, dass wir in unserem Leben den Wert von Zuneigung, Liebe kennen. Und es kommt aus diesem Gefühl. Und aus dem Wissen um die Erfahrung und der Bedeutung dieser positiven Emotionen. Und fragen wir uns, wann haben wir Liebe und Zuneigung in unserem Leben gelernt? Ich denke, es ist der Tag der Geburt. Das ist der Tag, wo wir die Zuneigung der Mutter erfahren haben, wo wir vielleicht von ihr die Milch getrunken haben und die Nähe zu so einem wichtigen Menschen in unserem Leben kennengelernt haben. Und ich denke, deshalb wissen wir seit diesem Tag tief in unserem Bewusstsein verankert den Wert und die Kostbarkeit von Liebe und Zuneigung in unserem Leben. Und das kommt heute auch durch diesen Muttertag zum Ausdruck. Und es wäre natürlich schöner, wenn dieser Tag auch äußerlich ein bisschen wärmer wäre und nicht so kühl wäre.
Und ich führe das zurück auf das Leben und das Wirken von Heinrich Harrer. Heinrich Harrer, der ein Freund Tibets war, aber auch ein persönlicher Freund von mir war und mit dem ich oft zusammen war und der mich mir etwas gezeigt hat über moderne Technologie und auch mich etwas gelehrt hat über die Welt außerhalb Tibets. Und so ist Heinrich Harrer auch mein persönlicher Freund geworden, ein enger persönlicher Freund geworden. Nun, Heinrich Harrer ist in der Zwischenzeit verstorben. Er ist über 90 Jahre alt geworden. Er hat ein langes und erfülltes Leben gelebt. Und darüber konnten wir froh sein und uns daran freuen. Trotzdem ist es natürlich immer ein trauriges Ereignis, wenn ein solcher Mensch von uns geht. Und ich wäre mir sicher, und wir alle sind uns sicher, dass wenn Heinrich Harrer heute hier wäre, dass es für ihn ein überaus wichtiger Tag wäre und ein Tag von überaus großer Freude für ihn. Und nun ist er nicht da, aber seine Frau Harrer, Sie sind hier. Und ich möchte Ihnen stellvertretend für Heinrich Harrer danken, für all diese Unterstützung. Und ich möchte Ihnen auch ganz persönlich mein Beileid aussprechen und meine Unterstützung aussprechen und Sie ganz herzlich willkommen heißen. Because of population, because of easier communication, and also I think tourism. Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung, aufgrund der immer besseren Kommunikationsmittel und auch aufgrund des Tourismus ist diese Welt kleiner geworden. Sie ist wie eine Größe, eine Entität geworden. Das heißt, wir erleben eine Vielfalt verschiedener menschlicher Kulturen und Rassen und Religionen. Und es ist eine multikulturelle, multireligiöse Welt, eine Welt geworden, in der wir heutzutage leben. Wir leben in einer Welt, trotzdem leben die Menschen ja auch in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Sie haben unterschiedliche Kulturen und Lebensstile entwickelt. Und deshalb hat jedes Land, auch jede Region, ihr einzigartiges kulturelles Erbe. Und das gilt auch für Tibet. Tibet wird oft als das Dach der Welt bezeichnet, ist eine Gebirgsregion. Und von daher gibt es viele Übereinstimmungen auch mit dem Land hier. Und so hat auch Tibet unter diesen Umständen und unter seiner Kultur etwas Einzigartiges entwickelt. Und ich denke, man kann sagen, dass die tibetische Kultur auf den Werten von Friedfertigkeit und Mitgefühl aufbaut und ist eine Art grundlegend friedfertige Haltung, die sich zeigt im Verhältnis, im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang auch mit den Tieren, im Umgang mit der Umwelt. Und damit will ich nicht sagen, dass nun alle Tibeter ganz tolle Menschen wären und alle nur friedfertig werden. Natürlich gibt es dort auch Menschen, die Probleme machen. Da gibt es auch Neid und Missgunst und andere negative Seiten, wie bei allen anderen Menschen auch. Aber im Ganzen gesehen ist es doch eine freundliche und mitfühlende Haltung, die die Tibeter kennzeichnet. Und ich denke, das ist ein Ergebnis der Kultur, in der die Tibeter leben und in der sie aufgewachsen sind. Eine Kultur, in der die Werte von Zuneigung und Mitgefühl besonders hochgehalten werden. Und gerade von diesem Aspekt her denke ich, dass die tibetische Kultur auch ihre Bedeutung und Relevanz in der gegenwärtigen Welt hat.
Danke. Dankeschön. Und jetzt darf ich die Damen Magdalena und Nina bitten, dass sie mit den Vorbereitungen beginnen für die Zeremonie. Wir werden diese Ziegelsteine auflegen und ich darf die beiden Mädchen heraufbitten zu mir. Na weiter, Nina, du. Hey. Rudi. Ja. Dieser erste Ziegelstein ist Symbol für Mut. Heinrich Harrer hat diesen Mut gehabt und ich glaube auch die beiden tibetischen Kinder hier in Österreich, hier in Hüttenberg, zeigen auch diesen Mut und das soll die Grundlage sein, die Basis. Ich darf jetzt bitten, mit den Steinen zu beginnen, Herrn Landeshauptmann als Ersten mit Energie. Jawohl. Frau Heider, darf ich bitten, mit dem Ziegelstein Liebe, mit Herrn Vizekanzler Gorbach, mit dem Stein für Kraft. Und bitte, wenn Sie dann unten bleiben, dann für das gemeinsame Foto. Der nächste ist Frau Bundesminister Rauch-Kallert, Konzentration. Und Frau Bundesminister Gastinger, vorsichtig bitte, Freude. Dann ist der nächste Stein, Herr Superintendent, für Schöpfung. Dann ist Herr Landeshauptmann Stellvertreter Strutz für Glück. Und Frau Landeshauptmann Stellvertreter Schaunig für Vertrauen. Herr Landesrat Martins für Ruhe. 10, bitte. Herr Landesrat Rohr, Einheit. Und Herr Landesrat Schantl für Wahrheit. Frau Karina Harrer für Träume. Träume, die manchmal wahr werden. Frau Melita Rogner für Leichtigkeit. Herr Kommerzialrat Rogner, Robert, Seniorchef für Klarheit. Herr Robert Rogner Junior für Harmonie. Und Frau Jasmin Rogner für Kreativität. Herr Botschafter Kelsang-Jalzen für Freiheit. Herr Shetkan Sharma für Stille. Herr Tenzin Dakla für Zufriedenheit. Herr Tenzin Dage für Mitte. Der 14. Dalai Lama für den Frieden.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zeremonie der symbolischen Grundsteinlegung bei seiner Heiligkeit, bei allen anwesenden Ehrengästen. Und wir brechen jetzt auf nach Heft, um in das Zentrum für die Lehre, für die tibetische Medizin und Philosophie auch dort eine Zeremonie durchzuführen. Und das Bitte. Yes.
Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Wir haben heute eine historische Weichenstellung vorgenommen, indem wir unsere gemeinsame Vision, ein tibetisches Zentrum in Hüttenberg im Görtschitztal zu errichten, Wirklichkeit werden lassen, nachdem die Beschlüsse auf Bundesebene und in der Landesregierung gefasst worden sind, gibt es jetzt die Umsetzung zu machen und seine Heiligkeit also freundlich auch persönlich zum Schwartenstich zu kommen. Es ist dies eine Besonderheit, die hier entstehen wird. Das heißt, wir wollen die Verbindung von Medizin, von Gesundheitstourismus mit einer Begegnungsstätte im geistig-kulturellen und spirituellen Bereich gestalten. Es ist etwas ganz Besonderes, das auch in Verbindung mit der tibetischen Medizin steht. Das heißt, es ist unser Ziel, gleichzeitig am Standort 2, also neben dem Areal, wo das Hotel entsteht, etwas abgesetzt davon in der Heft, wo das ehemalige Gebäude der Landesausstellung ist, ein tibetisches medizinisches Ausbildungszentrum zu errichten und um die Akkreditierung als Privatuniversität anzusuchen. Wir haben gerade vor wenigen Minuten die Gespräche mit der Bundesregierung beendet, mit Herrn Vizekanzler, mit der Frau Justizminister und der Frau Gesundheitsminister, um diese Fragen auch der Akkreditierung zu klären, damit wir sozusagen das gesamte Konzept jetzt schlüssig und konsequent umsetzen können. Ich darf seine Heiligkeit noch einmal herzlich begrüßen und noch einmal meiner Freude Ausdruck verleihen, dass er persönlich zu uns gekommen ist, aber er war ja jetzt schon das dritte Mal in Hüttenberg, weil hier die Freundschaft mit Heinrich Harrer der Beginn einer Freundschaft auch mit Kärnten und mit Hüttenberg geworden ist. Und auf dieser Grundlage werden wir auch für Europa und für die westliche Welt etwas ganz Einmaliges schaffen und sind eigentlich sehr stolz darauf, dass dieser Konsens, den wir vor einem Jahr begonnen haben zu verhandeln, indem wir mit einer Delegation nach Dharamshala in Indien gekommen sind, um seine Heiligkeit persönlich zu besuchen und dort die ersten Gespräche zu führen, dass das so schnell geklärt werden konnte und er das Wort, das er uns gegeben hat, heute auch eingelöst hat. Und ich darf ihn höflich ersuchen, auch zu den anwesenden Journalisten einige Worte zu sagen. Indeed, I'm very, very happy to be here once more. The only sad thing is my old friend Henry Harrer no more with us. But I think his spirit, I think the some kind of the power of his friendship with Tibet, I think is still very much alive. This is my feeling. So as a result, not only just friendship, but also some, I think, concrete plan regarding Tibetan culture is now coming. So I'm very, very happy, very happy. Sie haben Übersetzung ins Deutsche? Nein. Then regarding the institution, as I already mentioned there, so nothing to add. Then I think I would like to mention to you another thing, that is about my basic commitment.
Number one commitment is promotion of human value. Because I believe ultimately the happiness or success of individual or family or community must depend on human value. And also I think the peace, family level, community level, national or international level, the real genuine peace must come through inner peace. So that also very much based on human value. And human value such as human affection, sense of concern, sense of caring, and these are not religious matter. These are, I think, human value and universal value. So I always try to promote these values. This is my number one commitment. Number two commitment, promotion of religious harmony. Because I am one believer. So according to my own experience, I do feel religious tradition, different religious tradition have important role among the humanity, even now 21st century. The material development, not I think the answer for our long-lasting happiness. I found among my friends, some are very rich, but as a person, very unhappy person. So money or material facility fail to provide inner peace or inner satisfaction. So here, various different religious traditions have important role, make contribution. Not necessarily to accept, believe well. Some people may not have interest in all religion. Absolutely all right. But various different religious traditions have potential to promote human value, as I mentioned before. So, because of that, under that circumstances, cross relations among different traditions is extremely important. It is really very, very sad in the name of religion, sometimes there's a conflict, even bloodshed, not only in the past human history, but even today sometimes happens. So that's very, very unfortunate. So therefore, my second commitment is promotion of religious harmony. That's my main two commitments. So mainly it's a volunteer basis. Therefore, till my death, these commitments always with me. So I want to share with you that. Full stop. No questions. Okay, thank you. Can I ask you for a question? Maybe I can add. We had some discussions during lunch, and His Holiness gave a speech, and he offered to support the education institution and the further university by some financial subsidies by his own. And I can say we are thankful for this because it affords a lot of a huge amount of money to construct these institutions as we have planned it and they provided here before.
and therefore we are thankful to get this support by your side. Thank you very much. I offered 50,000 pounds from my book royalty. As a Buddhist monk, nothing to spend. So I think I want to mention to you that when I wrote these different books, I never thought about money. But then, you see, one book, second, third, fourth books, as it comes. Then, there is one, blessings. That we call royalty, royalty of the book. So from this money, I always use in India, among Tibetan community, and also some cases, some Indians of the community, I make some donations from this royalty. So then I feel this is some usefulness from this royalty. So as a sort of significant sort of, gesture to support this coming institution, I offer that amount of money. That's all. Thank you. Do you have any questions? Please. Sir. Noble from Reading Free Tibetan Service. Your Holiness, a few days ago there was a report from the Friend of Tibet, India, saying that the Chinese government has agreed to your visit to China in end of July, August. Can you confirm this? No. This is news, public news. It is appropriate. A news from news reporter. I don't know. Are you planning to visit Italy sometime sooner or later to visit the Pope? Italy, yes. Now, probably around October, now fixed. So that time, see, I already had the visit to Prague since I think a few years ago. There is one, Forum 2000. So few occasions I already visited, I participated. So this coming October, the former president, Czech Republic, Mr. Havel, he personally asked me I should come. So I accepted. So already in that period, I will be in Europe. So I want to go to Italy. The main purpose to meet, to pay my respect, and also to show my solidarity regarding spirituality. And also, I mentioned this today as a part of promotion of religious harmony. It is my duty to pay my respect to see him. Mm-hmm. Okay, got the questions? And also in Italy, I have many friends. So I want to say, to say to them, hello. And also, I enjoy Italian food. Very good. Is it true that you are going to spend much more time in Carinthia the years in future times when you're getting older? Is it true that you are planning to spend much more time in Carinthia the former times when you're getting older? What? Yeah. I think you mentioned that. I think this will be
another my home somewhere. You know, your home is in Hüttenberg. My Hüttenberg, quite a bit. So he already offered new home. So I may come more often. In any case, once the institution is come, because come to being there, come to being, then naturally the more activities, as I mentioned there, now I think, as I mentioned there, so for example, I just returned from Latin America, five countries I visited. So I met, you see, different indigenous people from these different countries. So they all very much eager to preserve or anxious about preservation of their own identity, their own culture. As I mentioned briefly there, some of them, in order to preserve their culture, their identity, they refuse make sort of kasoda modernization. I think that is a mistake. Actually, I mentioned there. So like Sami land people in Norway, I think they preserve their culture, their identity very well through modern education. I think that's a good example. So I mentioned this time. But so far, you see, we have no particular sort of institution or place where, you see, these people bring and discuss, exchange. I think I can help, you see, to these people in order to preserve their identity, their culture. So you will get more guests, not only Tibetan side, but also, you see, different part of the world to test your cuisines are there. Your cuisine will color, color. Your cuisine and those lay people, perhaps your wine. So this is, I really feel, we must have somewhere these people who really have a serious concern and come together. During my visit to different places, no sufficient time. So therefore, I'm sort of hopefully, eventually this institution provide an opportunity, sufficient time to discuss about their problems and their concerns. Yes. Okay. At the moment, Austria has the presidency of the European Community. Now, my question: Do you expect special activities from the Austrian government, having the presidency of the European Community, for the Tibetan people? And another question: what's your opinion about, in general, about the activities of the European Community for your people? I think second part, European Community, I think comparatively quite well informed about Tibet. So as a result, very strong concern and sympathy and sense of solidarity. And also I noticed in former Eastern European countries, because of their own experience, you see, there are a very strong sort of feeling or sense of concern about Tibet. So as a reflection of the European Community sort of feeling, I think, look, European Parliament, very, very supportive about our cause. So then, as far as Austria is concerned, I expressed to some ministers from the federal government, right, and including the vice chancellor, right, I expressed
the whenever I come to Austria, the concerned government, central government, as well as the local government, always is showing me very, very sort of friendly sort of positive feeling, and also take care of me. So I always feel, I say, very much appreciated. So then, I think first part of your question, to Neil Rapp, what can Austria do as a president? I do. I think in the near future, I will be in Brussels. So I may meet some of the officials or leaders, I think including the representative of the Austria. So then we'll see what concrete sort of suggestion or request. At the moment, nothing to say. Thank you. Next question. Your Holiness, I'm working for Safe Tibet, and we prepared a petition to Chancellor Schüssel and to the Bundesregierung on behalf of the situation of the Tibetan people. And we presented 7 points, and one of these points is what should the Austrian presidency solve, that the contacts between your government in exile with China, these talks should be under EU presidency and with a concrete plan, and that they should on the auspices of the Austrian presidency or of next presidency. What do you think over this question? I appreciate your suggestion. Of course, your sort of, I mean, suggestion out of your genuine sense of concern. I appreciate. But whether this is the, practical or not, I don't know. And of course, the Chinese government is always insists that they prefer direct sort of contact with us, without any foreigners. So. So we'll see. Gibt's noch Fragen? Bitte, ja, da gib noch mal den Herrn Winkler, dann brauchen wir nicht hinten wieder zurück. Bitte. You won the Nobel Prize for Peace for your policy without violence. What's your opinion about policy of the American President George Bush? And another question, do you think that the policy of America concerning the matters of Tibet are at the same level of that of the European community? Same level. I think again the second part. Come first to that. Start with the second part. The level of American sort of support regarding Tibet issue, I think more or less same. That is European Parliament, and perhaps America appointed special coordinator regarding Tibet issue. European Parliament not yet.
Das ist Tango Tango sogar. Regarding your first question, in fact, the 11th September, right, that unbelievable sort of a tragedy happened. Just next day, 12th September, I wrote a letter to President Bush, because I already know him since my first visit to him. You see, we developed some kind of close feeling each other. President Bush, as a human being, very simple and very straightforward. Not type of, it's a difficult person, person who have difficulty to communicate, not that kind of person. So therefore, I wrote a letter to him while I expressed my, sadness or condolence. I also expressed, now as a countermeasure, such tragedy, a violent tragedy, I hope non-violent way, that will be more effective for long run, I express. So that's my position. Okay, I got the information that we have to finish now the press conference. The last question is an additional question to... The last question. I think I prefer another person, maybe. You said you are a religious leader, as a matter of fact. I think. Yes. Then okay, yes. Then I think two questions, yes. One. You are a religious leader, as a matter of fact, the God King of your religion. And I would like to know, what's your opinion about the Catholic religion, and how do you think about the level of dialogue between the two religions? I think very good. I think not only my personal sort of relation with our Catholic brothers, sisters, including leaders, I think Tibetan, many monasteries and nunnery, I think usually they have some, exchange with some Catholic monks or Catholic monasteries or nunneries, which is very, very useful to promote deeper understanding each other. Then, basically, I always believe and also telling other people accordingly, that is to humanity, we need different traditions, variety of traditions, because among the humanity, there are so many different mental dispositions. For example, within the Buddhist community, within this the follower of same teacher, that's Buddha, because there are different mental dispositions, Buddha taught different philosophy according to suitability, different mental position among Buddha's own follower. So this shows among the people, different mental disposition. Therefore, we need different tradition. Now, basically, theistic tradition, non-theistic tradition. Humanity needs both traditions. To some people, theistic believe the central sort of faith, creator, God. That is very, very powerful sort of method to promote human value. To
to some people, non-theistic way of approach is more suitable. So, non-theistic religion is also necessary. That's my view. And then the different people from different area better to follow their own tradition rather than change. Because if you change religion, then sometimes may create more confusion. So it is better to keep one's own tradition. So that's my view. Now last question. Last question? This yes. was also my question, so. Huh? Thank you. Oh, then, I don't have a question. Then, good. No, thank I you. Have, I don't have a question. Yeah. I have a present for you. Present? Gift. Yeah. Gift. Okay. Oh, that's better. No question, but a gift. These are the flags of Austria and Tivoli. Thank you. So I see. Could you please forward this to your sister? She was here in November. Oh, I see. I see. She sent the charities. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, we have finished our press conference. Thank you for coming. Thank you for the questions. Very good night. Yes. Yes, welcome. This is the president of the university. Good morning. Professor Meyer. Very happy that you are coming to our house. Geh weg. Und noch ein Büchern. Ein anderer, der eigen ist. Spezialprodukt. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt wieder laut Protokoll und auch pünktlich. Ich darf Sie im Namen von Landeshauptmann Dr. Jörg Haider ganz herzlich zum Friedensdialog mit dem Dalai Lama hier an der Universität in Klagenfurt begrüßen. Das religiöse und weltliche Oberhaupt der Tibeter befindet sich ja seit vergangenen Samstag in Kärnten. Und zwar deshalb, weil in Hüttenberg das Zentrum des Dalai Lama in der westlichen Welt entstehen soll. Grundsteinlegung etc., Sie haben es in den Medien mitbekommen. Das Tibet-Zentrum in Hüttenberg ist ein Projekt des Landes Kärnten mit dem Unternehmer Robert Rogner Junior, der soeben hier eingetroffen ist, den wir ganz herzlich begrüßen, mit dem weißen Schal und dem Hals. Servus. Daneben auch der Herr Bürgermeister Schratter, grüß Gott, Herr Bürgermeister aus Hüttenberg. Sie können sich vorstellen, das Interesse für diese Veranstaltung war enorm groß. Deshalb gibt es auch eine Übertragung in andere Hörsäle. Wir schätzen, dass so an die 2000 Hörerinnen und Hörer und Seherinnen und Seher diese Veranstaltung heute hier an der Universität miterleben. Mehrere tausend, so wird geschätzt, erleben diese Veranstaltung via Internet mit. Das ist der Übersetzer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seine Heiligkeit, der Dalai Lama, wurde für seine Bemühungen um den Weltfrieden mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Junge Menschen haben es ihm auf der ganzen Welt angetan. Sie liegen ihm besonders am Herzen.
Heute ist er hier bei den jungen Menschen in Klagenfurt an der Universität und wird seine Friedensbotschaft den Kärntnerinnen, den Österreichern, wahrscheinlich der ganzen Welt, aber im Speziellen Ihnen persönlich hier an der Universität überbringen. Ich darf nur. Ist das? So, in any way, my point is, the modern education system, I think mainly focusing about knowledge, about the development of the brain. Wenn ich die Gelegenheit habe, mit Studenten zu sprechen, dann möchte ich einen Punkt deutlich machen, oder auch mit Menschen, die im Ausbildungssystem tätig sind, als Lehrer, als Pädagogen, wie auch immer. Und ich sage, wir haben ein modernes Ausbildungssystem, das sehr hoch entwickelt ist, was die Wissensvermittlung anbetrifft. Aber andererseits sehe ich doch auch einen gewissen Mangel. Wie schon gesagt, kann ich nicht behaupten, ein Experte zu sein auf diesem Gebiet, weil ich nicht Universitäten oder Ähnliches wirklich besucht habe als Student oder moderne Ausbildungsinstitute. Aber manchmal ist es ja auch vielleicht besser, die Dinge von außen zu betrachten. Wie dem auch sei, ich sehe hier einen gewissen Mangel, was die Entwicklung der inneren Werte anbetrifft. Vielleicht war das in der Vergangenheit anders, wo die Kirche oder die Religion in der Gesellschaft einen größeren Einfluss hatte, wo die inneren Werte wie Mitgefühl, Zuneigung in der Kirche, in der Religion oder auch in der Familie vermittelt wurden. Und die Wissensvermittlung in anderen Institutionen wie Universitäten. Und vielleicht gab es in der Vergangenheit, in den Jahrhunderten zuvor, auch eine bessere Balance zwischen diesen beiden Seiten. Aber es ist ein Fakt, dass der Einfluss der Religion, der Kirchen abgenommen hat, vielleicht auch der Einfluss der Familie, was die Entwicklung von inneren Qualitäten anbetrifft. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo wir auch nach anderen Wegen suchen müssen, um diese inneren Werte stärker zu vermitteln. Und ich denke, dass da eben auch Institutionen wie eine Universität, die Schulen eine größere Verantwortung haben und nicht allein sich auf die Wissensvermittlung konzentrieren sollten, sondern auch mehr Sorge dafür tragen sollten, dass die inneren menschlichen Werte entwickelt werden. Und das heißt, wir brauchen in der Gesellschaft Verantwortungsgefühl, Fürsorge für den anderen, Solidarität mit den anderen. Das sind wichtige Werte und die neben der bloßen Wissensvermittlung unbedingt gestärkt werden sollten. If we examine closely, then it is quite clear that we have this body and mind, including emotions. So the satisfaction or happiness which everybody now seeking and of course our basic right. Wenn wir über Wohlergehen sprechen, das wir alle suchen, dann denke ich, dass zwei Ebenen voneinander unterschieden werden können. Einmal die körperliche Ebene und dann die geistige, die emotionale Ebene. Und wir brauchen natürlich Glück auf und Wohlergehen, Erfolg, Freude in jeder Hinsicht, sowohl auf der körperlichen als auch der geistigen Ebene. Und wir können eben diese beiden Kategorien voneinander unterscheiden. Das heißt, wir haben einmal den materiellen Fortschritt, und der uns körperliches Wohlergehen ermöglicht. Mental satisfaction. Obviously, we notice our own experience. You see, tells us that when your mental level unhappy, a lot of stress, a lot of those tensions are there, then physical comfort not much helpful to reduce mental tension, mental unrest. On the other hand, if the person mentally happy, calm, then physical even pains can reduce, can subdue. So the mental level experience are more important than the physical experience. So the material comfort only provides the physical comfort, that level. So mental comfort we need. Auf jeden Fall haben wir diese körperliche Ebene, wo wir Wohlergehen erreichen durch materielle gute Lebensumstände. Aber wenn wir schauen, ob uns dies eine dauernde geistige Zufriedenheit gewähren kann,
dann stellen wir fest, dass es allein nicht ausreicht. Im Gegenteil, wir kennen sicher aus eigener Erfahrung, wenn wir geprägt sind von Stress, von inneren Spannungen, dann können uns auch positive äußere materielle Umstände nicht wirklich zufriedenstellen und Ausgeglichenheit verschaffen. Das heißt, wir brauchen noch andere Methoden, eben die auf der geistigen Ebene greifen, um echte Zufriedenheit in unserem Leben zu erreichen. Und deshalb brauchen wir auch Methoden, um die inneren Qualitäten in uns zu entwickeln. Und dazu gehören eben Mitgefühl, Gemeinschaftsgefühl, Toleranz, Weisheit. Das sind die wichtigen Dinge, die wir nicht durch materiellen Fortschritt erreichen können, sondern ein paar andere geistige Elemente und Methoden ansetzen müssen. Und so brauchen wir einfach einerseits diese materielle Entwicklung, die brauchen wir auch für unser Wohlergehen auf der körperlichen Ebene, aber andererseits eben auch diese geistigen Techniken und Methoden, mit denen wir gezielt solche inneren Werte entwickeln können. Ich bin überzeugt davon, dass diese inneren Werte nicht nur ein wichtiger Teil unseres Lebens sind, sondern die eigentliche Grundlage sind für unser Glück im Leben, für Ausgeglichenheit und Erfolg im Leben. Betrachten wir doch, was geschieht, wenn wir auf diese Welt kommen. Der erste Akt nach der Geburt ist, dass wir die Nähe der Mutter suchen, dass wir den Schutz, die Fürsorge der Mutter suchen und dass wir ganz automatisch danach schauen, wie bekommen wir die Milch der Mutter, was ein Ausdruck ist auch der Fürsorge, des Schutzes, den wir von einem anderen Menschen bekommen. Und das ist nicht etwas, was wir erst erlernen müssen. Das können wir vom ersten Moment an. Das ist nicht quasi in der Biologie, in unserer Biologie begründet. So können wir sehen, wenn die Mutter die Milch gibt, das Kind die Milch trinkt, das ist etwas, was von gegenseitiger Zuneigung geprägt ist. Und nur durch die gegenseitige Zuneigung kommt dieser Akt überhaupt zustande. Und das ist der erste Akt, wo wir Zuneigung spüren, lernen und auch praktizieren in unserem Leben. Und auch die Wissenschaftler sagen heutzutage, bei den medizinischen Wissenschaften, sagen, dass die Entwicklung unseres Körpers schon auf der körperlichen Ebene sehr wichtig oder sehr davon abhängig ist, dass wir diese Zuneigung spüren. Und das setzt sich auch in unserem Leben fort. Solange oder wenn wir in unserem Herzen Wut tragen, oder voller Stress sind, Ängsten, Neid und Missgunst, können wir nicht wirklich innere Freude und Ausgeglichenheit erfahren. Und im Gegenteil, wir brauchen diese inneren menschlichen Werte, und dann können wir unser ganzes Leben lang Ausgeglichenheit und eine gefestigte innere Haltung und Glück erfahren. Und so sind diese Punkte sehr wichtig, wenn es uns darum geht, was wir alle wollen, ein erfolgreiches und angenehmes und ausgeglichenes Leben zu führen. I think, I believe, the people, the society, through education, through, I think, analytical meditation, we call analytical meditation, so they analyze about inner value. And through that way, they create more inner peace. Through that way, more compassionate family, more compassionate, more peaceful society. Then the politicians or leaders, Techniken, mit denen man die inneren Werte stärken kann. Wir sprechen zum Beispiel von analytischer Meditation. Also eine größere Bewusstheit entwickeln mit der Bedeutung der inneren Werte und die Möglichkeiten nutzen, um sie innerlich zu entwickeln. Diese sind da. Und wenn wir sie nutzen, dann wird sich das zuerst in uns selbst auswirken. Es wird sich dann aber auch in der Familie auswirken. Es wird sich mehr im Kleinen auswirken, in der Gesellschaft, in der wir leben, und dann aber auch im Größeren. Und wenn es erreicht wird, dass dadurch eine neue Generation, die nächste Generation von Menschen, die auf einem solchen Hintergrund aufwächst, dann ist es ja ganz natürlich, dass diese Menschen auch von Natur her von einer größeren Toleranz, von Mitgefühl geprägt sein werden und das auch in ihr politisches Handeln oder auf anderen Gebieten, wo sie Einfluss haben, mit einbringen werden.
Es ist also wesentlich die innere Haltung, wenn es um die Entwicklung von Frieden geht. Und dazu gehört die Bereitwilligkeit, mit dem anderen zu sprechen, auch wenn er mein sogenannter Feind ist, den Willen zu haben, in einen Dialog mit dieser anderen Person, mit der anderen Seite einzutreten. Und dies ergibt sich ja nur auf eine Haltung von Mitgefühl und von Toleranz. Wenn ich diese nicht habe, dann fällt es mir sehr schwer, überhaupt mit einem anderen Menschen zu sprechen und mit einem Widersacher einen respektvollen Dialog zu führen. Und deshalb sind diese inneren Werte von Mitgefühl, von Toleranz sehr wichtig. Aus dem Mitgefühl ergibt sich auch die innere Bereitschaft zur Vergebung und wieder aufeinander zuzugehen. Wenn wir kein Mitgefühl haben, keinen Respekt vor dem anderen, dann spüren wir auch diese Bereitwilligkeit nicht. Und so ist, wenn es um die Entwicklung von Frieden geht, diese innere Haltung und unsere Bemühungen um die Entwicklung innerer Werte, die Grundlage, auf der diese Entwicklung, die positive Entwicklung auch in der Gesellschaft stattfinden kann. Und dann denke ich, dass der Frieden wirklich möglich ist. Wenn wir auf der anderen Seite voll inneren Stress sind und unser Machtstreben ungezügelt ist, unser Konkurrenzkampf, unser Wettbewerbsdenken ungezügelt sind, wenn wir voller Neid sind, Missgunst, dann ist überhaupt nicht diese innere Bereitschaft dazu da, mit dem anderen zu sprechen. Und wir erleben den anderen nicht, wir schätzen den anderen nicht genügend, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und so, wir sind dann oft geprägt von einer tiefen Angst, von Furcht. Und wenn wir zum Beispiel betrachten die frühere Situation in der Welt, wo es diese zwei Blöcke gab, den Osten und den Westen, da wurde auch von Frieden geredet und auch ein gewisser Frieden, kann man vielleicht sagen, erreicht. Aber dieser gründete auf Abschreckung. Die Abschreckung hatte also einen gewissen Wert. Aber es war doch mehr nur eine Abwesenheit von Konflikt, eine Abwesenheit von Krieg. Und weil die inneren Spannungen weiter bestanden. Und nach dem Zusammenbruch der Berliner Mauer hat sich die Situation verändert und wir haben neue Chancen in der Welt. Und wir sehen, dass dadurch die Menschen Ost und West auch sich näher gekommen sind. Allerdings erlebt man doch oft noch eine gewisse innere Distanz. Das liegt daran, dass wir vielleicht den anderen noch nicht wirklich akzeptiert haben als einen gleichwertigen Partner und Menschen, sondern immer noch gewisse Ressentiments auch bestehen. Und es ist nötig, dass wir den anderen wirklich als einen Menschen anerkennen, wie wir selbst. Dass wir uns bewusst machen, der andere ist ein Mensch wie ich, der das Recht und das Streben nach Wohlergehen hat, wie ich auch. Und auf der Grundlage dieses Bewusstseins und dieses gegenseitigen Respekts kann sich ein echter Dialog entwickeln. Und dann sieht man, gut, es gibt ja die Möglichkeit, ich kann mit dem anderen reden. Und es entgibt sich die Zuversicht, auch gemeinsame Lösungen zu finden. Und deshalb müssen wir also diesen Weg gehen, einer inneren Entwicklung. Und dann kann auch Frieden wirklich erreicht werden. Es hängt also, die Frage, ist der Weltfrieden eine Illusion oder gibt es eine reale Chance dafür, ist abhängig von uns selber. Es ist nicht jemand anders, es ist nicht ein Gott, der sie für uns entscheidet, sondern wir entscheiden sie selbst. Und wenn wir diese echte Bemühung aufbringen, eine wahrhafte Bemühung, Frieden in uns selbst mit den anderen zu entwickeln, durch die inneren Werte, dann ist es auch eine reale Chance. Und wenn wir uns darum nicht wirklich bemühen, sondern vielleicht nur scheinheilig über Frieden reden, dann ist es mehr eine Illusion. So. Now questions. Ja. Wir sind
ein bisschen in Verzug geraten. Danke vielmals für die Ausführungen. Wir wollen aber vielleicht doch ein bisschen Dialog noch versuchen zu führen. Wir haben Sie aufgerufen, dass Sie uns Fragen stellen, die wir seiner Heiligkeit weitergeben dürfen. Hunderte sind eingelangt. Einige stellvertretend hätten wir geplant gehabt, dass wir jetzt hier an seine Heiligkeit weitergeben. Wie weit wir gehen können oder beziehungsweise wie viele wir dran nehmen können, weiß ich nicht. Ich werde auf das Zeichen warten, bis wir abbrechen müssen. Aber wir wollen gleich mal eine kurze Auswahl an den, von den Interessantesten an Sie weitergeben. Ich darf bitten, Ronald Weigl seine Frage zu stellen. Er ist Student der Psychologie und Philosophie hier an der Universität in Klagenfurt. Ich weiß nicht, wo er sitzt. Ronald Weigl, da ist er schon. Bitte schön, danke. Should we ask the questions in English or German? In Deutsch, wenn es geht. In Deutsch. Jawohl. Eure Heiligkeit, Papst Benedikt XVI. Ist nun mehr als ein Jahr im Amt. Wie sehen Sie den bisherigen Dialog des Buddhismus mit der katholischen Kirche und ihren Würdenträgern? In welchen Bereichen sehen Sie Potenziale zur Zusammenarbeit? Und wie soll die zukünftige friedliche Auseinandersetzung dieser beiden Weltreligionen miteinander ihrem Wunsch nach aussehen? Danke. Danke für die Frage. Ich bitte um eine kurze Antwort. Yes, basically, all major religious traditions, in spite of different philosophies, the same message, message of love, compassion, forgiveness, distance. Es ist wichtig zu sehen, dass die verschiedenen großen Religionen doch grundsätzlich die gleiche Botschaft tragen. Andererseits haben sie auch verschiedene Philosophien und Theologien, die ihnen zugrunde liegen. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Vielfalt auch nötig ist, denn es ist eine Tatsache, dass wir Menschen sind mit vielen unterschiedlichen Veranlagungen, Voraussetzungen und Tendenzen. Und deshalb ist eine Vielzahl verschiedener Philosophien und Ansätze auch in Glaubensfragen oder religiösen, spirituellen Fragen hilfreich. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, dass sie doch alle die gleiche Botschaft tragen, die inneren menschlichen Werte wie Toleranz, Mitgefühl, Zuneigung und so weiter zu stärken. Und insofern ist das eine sehr gute Grundlage für ein harmonisches Verhältnis der Religionen untereinander. Das ist nun meine, was nun die Verbindung angeht zwischen dem Buddhismus, ich spreche aus der Perspektive des tibetischen Buddhismus, mit der christlichen Religion oder der speziellen katholischen Religion, so kann ich wohl sagen, dass diese Beziehung eine sehr tiefgreifende Beziehung ist. Und auch meine persönlichen Begegnungen mit dem vorherigen Papst waren für mich sehr hilfreich. Und ich hatte vom ersten Treffen an das Gefühl, dass wir uns gegenseitig als spirituelle Brüder gesehen haben und verstanden haben. Und ich bin davon überzeugt, dass auch der gegenwärtige Papst diese gleiche Richtung geht. Obwohl ich bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, ihn persönlich zu treffen. Aber ich, das wird sich in nächster Zeit auch ändern. Und ich hoffe, sehr, dann im Oktober die Gelegenheit haben, zu haben, ihn persönlich zu treffen und auch meine Referenz zu erweisen. Dankeschön, Christentum und Buddhismus. Frage, die nächste Frage, bitte. Interference. I think prepared questions. Now, English here, I already read. this question, very good question, but before my talk, you see, you already made these questions. So I prefer, after my talk, my presentation about peace, I would like some questions. Okay. Okay. Gut. Die nächste Frage. Then direct questions. Wenn es geht, Fragen zum Thema Frieden. Aber Denise Koller hat eine brennende Frage. Es geht wahrscheinlich um die Frau. Ja, genau. Und zwar, ich komme aus Hüttenberg, dem Heimatort von Professor Harrer. Und es ist eine große Ehre für mich, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und mich würde interessieren, wie die Rolle der Frau im Buddhismus eigentlich aussieht, da darüber im Westen relativ wenig bekannt ist. Darf eine Frau zum Beispiel Dalai Lama werden? Das hat doch mit Frieden zu tun. I think the
Buddha basically gives same right, male, female. The highest ordination of the man also as well as give the highest ordination to women. So bhikshu and bhikshunis. Then Tibetan tradition, and Tibetan case, there. Very high lama. Also wir müssen einmal schauen, die Frage beantworten von dem, was der Buddha selbst gelehrt hat. Und da kann man sagen, dass es keinen Unterschied gibt in den Rechten für Männer und Frauen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die höchste Ordination für das Klosterleben, was Mönche und Nonnen anbetrifft, für beide gleich ist. Es gibt Bhikshus und Bhikshunis. Und wenn wir jetzt den tibetischen Buddhismus schauen, auch hat es in der Geschichte hohe weibliche Lamas gegeben, wie Samling Dorje Pano und auch andere hohe Reinkarnationen, die eine wichtige Rolle in dem tibetischen Buddhismus gespielt haben. Wenn wir jetzt auf die Frage kommen, ob auch der Dalai Lama eine Frau sein kann, es ist zuerst mal wichtig festzustellen, dass die Institution Dalai Lama, ob sie bestehen wird oder nicht, dass das vom tibetischen Volk selbst entschieden werden muss. Das habe ich schon seit 1969 gesagt, dass das eine Angelegenheit ist, die das tibetische Volk selbst bestimmen muss. Auch die Art und Weise, wie dann ein neuer, falls es eingehen sollte, ein neuer Dalai Lama bestimmt wird, ob durch Reinkarnation oder durch eine andere Art und Weise, auch das soll vom tibetischen Volk selbst entschieden werden. So, also, aber grundsätzlich, prinzipiell ist es natürlich möglich, wenn für dieses Amt eine Frau besser geeignet ist, zum Beispiel für den Bestand des Buddha-Dharma einen großen Nutzen hat, dann natürlich ist es auch richtig, dass eine Frau Dalai Lama ist. Ich sage auf dem Scherz, falls eine Frau Dalai Lama werden sollte, dann sollte es eine sehr hübsche Frau sein. Danke vielmals. Seine Herrlichkeit, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Wir kommen zu unserem nächsten Programmpunkt, zu dem ich überleiten darf, und zwar ist das die Ehrung der Universität Klagenfurt. Your Holiness, Herr Landeshauptmann, liebe Festgäste, der Senat der Alma Adria Universität Klagenfurt hat auf Vorschlag unseres Rektors Heinrich C. Meyer beschlossen, den 14. Dalai Lama Tanzen Rigyatso anlässlich seines Besuches hier bei uns zum Ehrenbürger dieser Universität zu ernennen. Der Dalai Lama ist ein Weltenbürger, der sich vielfache Verdienste um den Frieden, um die Völkerverständigung und um die Menschenrechte erworben hat, und von dieser Sorte können wir in Kärnten gerne noch den einen oder anderen mehr gebrauchen. Und er hat sich aber zugleich nicht nur um Völkerverständigung, sondern auch um die Wissenschaften durchaus Verdienste erworben. Dies zum Beispiel im Zusammenhang, er ist ja auch in seiner Rede ein bisschen darauf eingegangen, mit dem Dialog, den er mit Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern eröffnet hat, indem er Fragen der Bewusstseinsforschung im interkulturellen Bereich, im interdisziplinären Bereich angesprochen hat. Schließlich ist durchaus auffallend, dass im Unterschied zu anderen religiösen Oberhäuptern der Dalai Lama zum Beispiel auch kein Problem damit hat, aktuelle Erkenntnisse der Evolutionstheorie als solche zu akzeptieren. Kurzum, wir würden uns alle... Wir würden uns alle in Zeiten des Universitätsgesetzes 2002 und in Zeiten des Kärntner Ortstafelstreits ein bisschen etwas von der Gelassenheit, von der Friedfertigkeit und insbesondere aber von der extravertierten und tätigen Weisheit des Dalai Lama wünschen. We are proud to have you here with us, und ich darf jetzt unseren Rektor bitten, die Ehrung vorzunehmen, and I may kindly ask you for your signature in the Golden Book of the University. Ich kann Sie nun bitten, die Ehrenbürgerschaft unserer Universität anzunehmen und sich in das Ehrenbuch der Alma Adria Universität Klagenfurt einzutragen an dieser Stelle.
dieser Rolle ist die Urkunde. Eine solche Rolle erhalten auch unsere Studierenden, wenn sie ihr Master Degree oder ihre Promotion machen. Thank you. Universität darf man natürlich nicht ungeschenkt verlassen. Wobei das Beste, was eine Universität verschenken kann, sind Bücher, an denen ihre Mitglieder mitgewirkt haben. Hier sind eine ganze solche Reihe solcher Bücher in der Tasche von Mitgliedern der Kulturwissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, der Informatik und ein kulturelles Buch von Slowenen über Slowenen, ihr Leben hier im Lande. Seine Heiligkeit möchte sich für diese Ehrenmitgliedschaft ganz herzlich bedanken. Wenn honorary member in der TG, da reicht sie an der Responsabilisierung. Als Ehrenmitglied hat man sicher Rechte, aber auch Pflichten. So I'm wondering what kind of responsibility. So frage ich mich, was meine Pflicht ist. So perhaps I think this institution now the construction of that institution now start. So perhaps once you see this institution, new institution is materialized, then I may come from time to time. So then certainly I will. Hofft also, wenn dieses neue Institut wirklich aufgebaut wird und Realität wird, dass dann doch ab und zu einmal hierher kommen kann. I would like to have some more, now this time, very short time, so more sort of time for interaction. Also, I may come with one stick with that one. So, if some question, a silly question, come, I may use this stick. So, wenn das ein Stock kommt, und wenn der dumme Fragen kommt, vielleicht auch diesen Stock mal ab und zu benutzen werden. That's my responsibility. Thank you.
Bitte, danke. Schauen wir uns die Presse weg. Thank you. Wir come again. Alpha. Thank you. Danke. Danke. Thank you.